So, da sind wir dabei. Shadowman, weiter geht's am Tempel des Lebens. Wir haben uns ein bisschen mehr Energie geholt beim letzten Mal und es gibt noch eine Seele, die wir hier holen können und auch sollten. Und das machen wir jetzt auch. Dafür müssen wir aber auf die Hinterseite des Tempels. Das heißt, wir müssen noch einmal außen rum gehen. Ich kümmere mich aber nicht wirklich um diese fliegenden Vollidioten. Nein, lasst mich in Ruhe. Kotzt irgendjemand anderen an. Ganz ehrlich, ich habe keine Zeit für euch. Die Zeiten sind rum, in denen ich mich mit euch geärgert habe. Zum Glück. Wir sind vorangekommen. Oh, den kill ich trotzdem. Weil der könnte mich ankotzen, während ich kletter. Und das ist nicht cool, weil dann werden meine Hände rutschig von all dem Schleim und so. Und dann haut es uns ganz schön auf die Fresse, wenn es rumläuft. Ich hoffe mal, die da unten sind nicht klug genug, mir im richtigen Winkel einen zu verpassen. Oder sehen die mich überhaupt? Ich meine, der hat nach oben gekotzt gerade eben. Dazu gehört schon Mut, das muss man mal sagen. Also nach oben kotzen ist eine Sache, die habe ich noch nie gemacht und die werde ich auch nie tun, weil das ist eigentlich bescheuert, wenn ihr es euch überlegt. Habt ihr alles im Gesicht danach. Warum zum Teufel sollte ein Mensch mit normalem Verstand das tun? Für Geld vielleicht. Okay, ich kenne Leute, die würden das für Geld sogar machen. Und ich werde diesen Leuten wahrscheinlich auch Geld bezahlen, dass sie es irgendwann machen, dass ich es aufnehmen kann. Aber das heißt nicht, dass ich es jemals tun würde. Und ihr sollt das auch nicht. Es reicht schon, wenn die Typen es hier machen. Wie gesagt, die sind mit Schattenstufe 8 und einer aufgeladenen Waffe dann eher so das kleinere Problem mittlerweile. Ich meine, die würden da schon drauf gehen, wenn ich die zweimal nur zur Hälfte auflade. Das heißt, die können wir dann irgendwann am Ende auch mit einem Schuss einfach legen. Das ist dann kein Problem mehr. Ihr seht, eigentlich ist es ein aufgeladener und ein normaler. Ah, nee, ein bisschen noch. Ein komplett aufgeladener mit Stufe 8 und dann vielleicht einer bis Stufe 2. Würde ich jetzt mal schätzen. Da hinten seht ihr schon das Gobi, wo ich mich gesprochen habe, zu dem ich hin will. Können wir uns jetzt auch holen, seit wir den Nagger haben. Ah, Nagger. Gute Erfindung. Einfach mal in Feuer schwimmen. Oder in was auch immer. Ich meine, was soll es sein? Feuer ist ja eigentlich nicht flüssig. Also, außer ich habe sehr, sehr viel in meinem Leben verpasst. Aber ich glaube, Feuer ist nicht wirklich flüssig eigentlich. Also, Lava, aber dafür ist es irgendwie zu dünnflüssig. Es ist eine ganz komische, ein heißes Erzeugnis aus dem Reich der Toten. Exportschlager Nummer 1. So, haben wir es dann hier eigentlich mittlerweile? Ich gehe mal hier nochmal weiter, ganz kurz, aber wir müssen hier dann soweit fast fertig sein. Das kann ich gebrauchen. Nein. Wie viele da unten mittlerweile stehen, ist so krass. Ist einfach immer mehr werden. Ich habe keine Ahnung, wo die Leute herholen. Ich meine, es sterben jeden Tag sehr viele Leute, aber wow, dass die alle da hingehen in den Tempel des Lebens und auf mich warten. Ich fühle mich ja schon ein bisschen geehrt, muss ich sagen. Es ekelt mich zwar auf der einen Seite an, aber irgendwie ehrt es mich dann auch ein bisschen. Wer auch wegen mir, Gott, ich bin nur ein Typ mit einer Knochenmaske in der Brust. Okay, willkommen zurück im Tempel des Feuers, den haben wir jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gesehen. Aber es ist halt der Tempel des Feuers. Was will man sagen? Nicht der schwierigste Tempel. Der erste Tempel, in den man eigentlich wirklich reingeht, von dem her nicht, zum Glück nicht der schwierigste. Außerdem würden die meisten Leute ihr Pad wahrscheinlich hier schon weglegen. Wobei, wie schon angesprochen, das Problem der meisten Leute, die Shadowman angefangen haben und nie beendet haben, war nicht mal, dass es so schwer war. Das vielleicht stellenweise, okay, wenn man es vielleicht zum ersten Mal spielt, dass man dann allerdings schwer Probleme hat oder einfach nicht gut damit klarkommt, dass man einfach keinerlei Unverwundbarkeitszeit hat und wie in der letzten Folge diese Hunde einen dann auch schon innerhalb von einer halben Sekunde mal sowas von runterfressen können. Das kann manchmal gefährlich werden, ne, wenn wirklich viele Gegner um einem rum sind, aber ansonsten, wie gesagt, das Problem ist halt wirklich das Verirren in dem Game einfach mal. Dass man einfach, dass selbst ich stellenweise keinen Plan habe eigentlich mehr, obwohl ich dieses Game jetzt mehr als genug gespielt habe. Was nicht heißen soll, dass ich es nicht mehr mag oder so, nein, aber ich habe es einfach scheiße lang gespielt. Und selbst mir geht es manchmal so, dass ich einfach mir denke, warte mal, ich will da, wie muss ich da nochmal hingehen? Dass es mir einfach nicht mehr einfällt, weil offensichtlich
falls ihr letzte Teil verfolgt habt. So, und hier auf dieser Seite. Oh, fuck! Voll ins Gesicht, Mann. Das war nicht cool. Okay, wenigstens ein Schädel. Wow. Ich weiß, der Hammer ist böse, aber du musst ihn nicht auf ihn schießen, deswegen. Wir haben keinen Krieg mit Hämmern. Führe niemals Krieg mit etwas, das härter ist als dein Schädel. Es könnte gefährlich werden. Und scheiße, es wird gefährlich, glaub mir. Oh, schaut mal, natürlich. Die Schwestern. Warte, ich habe was vorbereitet für euch. Und die stehen aber jetzt noch nicht auf. Die stehen nämlich erst auf, wenn ich da oben auf die andere Seite rübergehe. Eieiei. Shit, warte mal, das kann ich aber auch von hier machen. Wollte gerade sagen, muss ich gar nicht mehr durch die Hämmer durch. Na komm schon. Lass mich nicht hängen, Junge. Bingo. Können wir das eine wieder rüberspannen? Und dann erwachen die Schwestern, natürlich. Schaut mal, ich hab was für euch. Und tschüss, das war's schon. Kurzer Prozess. Ich komme nicht mehr lang um diese Viecher. Nope. Wow, okay, das war jetzt aber sowas von ein Paradebeispiel, wie man es nicht machen sollte. Mal sowas von wie ein Vollidiot durchs Seil gesprungen. Ich weiß zwar nicht, wie das möglich war. Sein Körper hat sich plötzlich aufgelöst und das war zu kurz. Sein Körper hat sich plötzlich zu nichts mehr aufgelöst. Also, Seil geht mal durch seinen Arm durch, warum auch nicht. Jetzt aber. Jetzt weh, dieses scheiß Feuer trifft mich. Wow, okay. Also ich habe, glaube ich, einen Arsch abbrennen riechen. Okay, Kado. Wow, Kado. Nicht rollen. Oh mein Gott. Wow, was zum... Warte mal ganz kurz. Oh mein Gott, man kann sich schnell umdrehen. Warum hat mir das gerade erzählt? All die Jahre. Rollen und den Stick nach unten. Wow, okay. Ich habe offiziell was Neues in Shadow Man gefunden, was ich noch nicht kannte. Das ist auch... Das passiert selten, muss ich ganz ehrlich sagen. Tipp für euch, man kann sich schnell umdrehen. Weiß ich jetzt auch nach knapp 12 Jahren, aber hey, besser spät als nie. Kein Scheiß, man kann sich schnell umdrehen. Ach du Kacke, das ist gerade durch Zufall passiert, weil ich panisch wurde. Ich dachte, oh nein, nicht runterrollen, ich will nicht schon wieder... Okay, ich habe mich gedreht. Schön, schön. Man lernt nie aus. Hier hole ich mir mal mein Baton. Dann wie diese Räume hier schon vermuten lassen mit diesem blauen Sonnen oder was auch immer das sein soll. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß bis heute nicht, was es darstellen soll. In dem Sinne eigentlich immer die Schwestern anzutreffen. Ganz selten mal, dass da irgendwie nur hier diese Töpfe rumstehen. Und fuck, gibt es viele Töpfe im Reich der Toten. Das ist die Topfhauptstadt der Welt. Oh, warte mal, ihr seid sehr nah beieinander. Dann nimmt doch das hier. So, okay. Kado, sehr gut, okay. Habe ich sonst noch irgendwo einen Topf vergessen? Nein, aber ich glaube, in dem Raum der Schwestern müsste auch noch was drin sein, oder? Ist da noch was drin? Nein? Nein. Oh, wir sind verarschen. Okay, wir haben das Seil gespannt. Jetzt können wir darüber klettern. In aller Ruhe zum Glück. Oh, das war auch haarscharf wieder mal. Ich frage mich die ganze Zeit, was ist... Ist jedes Mal, wenn ich an so einen Teil komme, das erinnert mich an einen Fisch. Mal ganz ehrlich, mit diesem Punkt an der Seite. Ist ein Auge. Hat er sogar zwei Punkte. Sieht aus wie ein Fisch, aus dessen Maul irgendwie Seil... Warum auch immer ein Seilfisch? Wer kennt nicht die Seilfische? Aber ja, das sieht aus wie ein Fischkopf. Wie ein widerlicher Fischkopf. Aus dem ein Seil kommt. Wer kennt sie nicht? Die
köstlichste aller Suppen, Seilfischsuppe. Was ist das? Nein, ich will da erstmal nicht hin. Will ich erstmal diesen Krug noch mitnehmen. Natürlich ist im letzten Krug ein Kadeau drin. Das sind Bullshitter. Ah! Ja, es sind Bullshitter. Verdammt nochmal. Und ich krieg's immer noch nicht auf die Reihe, dass er, wenn man in der Ego-Perspektive sich umdreht, dass er sich dann in der Third Person sowas von kein Stück gedreht hat. Ich weiß nicht, wie er das hinkriegt mit seinem Kopf. Aber wenn ich so mache, steht er immer noch normal. Ich meine, es wird immer sein Geheimnis bleiben. Deswegen gehen sie in Ego-Perspektive. Und Acclaim gibt's ja leider nicht mehr. Deswegen wird dieses Rätsel auch niemals gelöst. Wie zum Teufel kann Shadowman seinen Kopf wie eine Eule drehen? Ist Shadowman vielleicht einfach nur eine Eule? In Jeans. Vielleicht sehen Eulen in Jeans so aus. Ich meine, habt ihr schon mal eine Eule in Jeans gesehen? Nein, ich auch nicht. Das ist die Sache. Okay. All der Aufwand für dieses Gobi. Das war's mir wert. War's mir auf jeden Fall wert. Oh, komm. Mädels, hey, lass mich doch erstmal kurz reinkommen. Hallo erstmal. So, die Sache ist, ich könnte jetzt nochmal in die gleiche Richtung gehen und im Prinzip nach rechts runterschwimmen. Und man würde dann dort oben rauskommen. Und dann können wir sich dieses Gobi holen, das ich mir aber ja schon weggeschnappt habe, als wir hier zum ersten Mal waren. Aus dem Grund können wir hier im Prinzip schon wieder rausgehen und weitergehen zum Tempel der Prophezeiung. Yep, wir müssen zum Tempel der Prophezeiung, denn wir müssen nicht mehr in den Tempel zurück, sondern wir müssen von dort aus wieder in das Reich der Toten reingehen und dann in eine andere Richtung gehen und so weiter und so fort. Ich habe ein Navi dabei, kein Problem. Oh Gott, zum Glück habe ich keine Navi dabei. Stell dir mal vor, eine untote Navi. Hey! Listen! Und die trieft ganz komisch und ist im Allgemeinen relativ widerlich. Ich bin froh, dass sie sowas hier nicht eingebaut haben. Weil Jaunty ist ja in gewisser Weise wie Navi. Na, nicht wirklich. Jaunty ist zu immobil einfach. Das steht ja einfach nur darum. Ich meine, er hat keine Beine. Was soll er tun? Ich bin ihm nicht mal böse. Das ist nicht wirklich der größte Fußballer aller Zeiten. Okay, wir gehen auf jeden Fall hier hoch. Da waren wir auch schon mal an der Stelle. Da haben wir dieses eine Tor auch schon mal geöffnet, glaube ich. Durch das ich jetzt zurückgehen will. Jupp, das haben wir schon aufgemacht. Da haben wir schon mal reingespickelt. Und gesehen, dass es da eine weitere Hautbrücke gibt. Und genau diese Hautbrücke will ich mir jetzt anschauen. Jupp, falsch. Ich glaube, wenn ich Shadowman auf N64 jetzt mal wieder spielen würde, würde ich absolut gar nicht mehr klarkommen, weil ich das jetzt mit dem PC-Controller, also ja, mit dem Logitech-Controller für den PC einfach spiele und ich mir die Tasten sowas von wildwichsend belegt habe. Mir ist, als hätten meine Kräfte beinahe ihren Höhepunkt erreicht. Die Seelen in mir brennen in einem fürchterlichen Feuer, das mich zu verschlingen droht. Von hier an gilt es allerhöchste Vorsicht, oder ich erliege noch der dunklen Verlockung des Asyls. Keksen. Und das sollte nicht passieren. Okay. Willkommen. Im Asyl. In einem anderen Teil vom Asyl. Ich weiß nicht, was denn. Eieiei, Gott, ich war ganz kurz. Kann ich mal kurz schauen, wie wir uns hier denn befinden? Die Lavadukte. Lavadukte, Entschuldigung. Nicht Lavadukte, sondern Lavadukte. Lavadukte. So wie Aquädukt. Wahrscheinlich, Lavadukt passt schon. Wir nennen es mal so. Und ja, wir gucken uns auch mal ein bisschen genauer um. Denn es ist ein anderer Bereich vom, wie schon gesagt, vom Asyl. Den wir so noch nicht gesehen haben. Gibt es da noch Beschwörungen? Warte mal ganz kurz. Ich habe gerade gesehen, da hinten geht es auch noch ein bisschen weiter. Da geht es noch ein Stück rüber hier rein. Hier vor. Nein? Okay, doch nicht. Dann eben doch nicht. Dann gehen wir mal. Aha! Naja, okay. War sinnfrei, aber trotzdem. Da stand noch eine. Okay. Lavadukte. Sehr gut. Ja, im Prinzip genau wie ein Aquädukt, natürlich. Ich Vollidiot, es sieht auch so aus. Warum frage ich mich überhaupt, ob es so heißt? Ja, Lavadukte wie Aquädukte. Nur das halt Lava, weil fucking Shadowman. Weil wir sind der Typ, der auf
Lava gehen kann. Der Typ, der auf Wasser geht, ist ein anderer. Der mit dem Kreuz, ihr erinnert euch? Da gab es mal diese Sammlung an Gute-Nacht-Geschichten. Oh Gott, habe ich das gesagt? Nein. Nein. Oh fuck, wartet mal ganz kurz. Ah, nein, Quatsch. Ich lasse ja jeden seine Religion. Ist mir ja völlig egal. Selbst wenn er an Voodoo glaubt. I don't care. Warum bringt mich nicht dazu, dass ich es glauben muss? So, rein da. Rein da, Lavedukte. Lavedukte. Warum nicht? Nennen wir sie so. Shadowman hasst Decken. Ist dir schon mal aufgefallen? Dieser Mann hasst Decken. Wie oft er einfach nur nach oben schießt, wenn ich nicht wirklich ziele, sondern einfach mal nur das Ding loslasse. Baller einfach mal nach oben. Warum auch nicht? Komm rein, einfach mal nach oben ballern mit der Waffe schräg. Klingt gut. Brauchen wir. Nein, Jacks Schlüssel brauchen wir. So, die Konsolen erkennt man auch relativ leicht. Ringo Labongo. So. Okay, wie bewege ich mich hier am besten fort? Ich weiß, zu Fuß, aber in welche Richtung ist die große Frage. Ich gehe mal hier lang. Oh, hi! Oh, hi! Euch gibt es ja auch noch, die ich ja ganz vergessen. Die haben wir bisher auch noch nicht so wirklich oft gesehen. Bis auf die Playrooms. Ich mach weiter, I don't care. Killer with Fire. Hallo. Oh Gott. Sie schreien, die Schweine. Okay, dann den einen noch. Da wächst ich mal ganz kurz auf die Waffe. Man kann sich einfach so einen riesengroßen Vorteil verschaffen, wenn man die Waffen richtig einsetzt. Und auch wirklich die Waffen, die für Flächenangriff ausgelegt sind, dann benutzt, wenn viele Gegner auch beim Haufen sind. Einfach mal durchswitchen. Ich meine, gut, es gibt keinen Button, um die Waffen schnell irgendwie hin und her zu switchen und zu wechseln. Aber ich meine, das Menü ist ja jetzt auch relativ gut gebaut, finde ich. Also Inventar, den man die ganze Zeit mit sich rumschleppt. Damit sehe ich absolut gar kein Problem, weil sie sind zwei Govi. Merken wir uns mal hinter den Türen. Oh yeah. Die Sache ist, ich habe schon öfter mal Leute Shadowman spielen sehen, ob jetzt in Let's Plays oder auch so privat. Und mir fällt immer wieder auf, dass viele Leute genau das einfach nicht machen, was ich gerade angesprochen habe. Waffen durchswitchen, sondern die nehmen sich eine Waffe, von mir aus Baton oder unseren Flambongo-Mongo, wie auch immer, und behalten den einfach fast durchs ganze Spiel durch. Und ich denke mir dann immer, Leute, für was habt ihr so viele verdammte geile Waffen? Okay, ich komm schon. Für was habt ihr eigentlich so viele verdammt geile Waffen, wenn ihr eh nur eine benutzt? Also das ist halt was mir nicht irgendwie in den Kopf gehen will. Muss man sich auch nicht aufregen, wenn man dann bei einem großen Gegner Masse drauf geht. Ach, auf zu heulen. Ob jetzt er oder die sich dann aufregen, dass sie sterben. Es ist völlig egal, es war gerade sehr passend gesetzt. So eine Kettensäge. Kann das sein, dass hier jemand eine Kettensäge schwingt? Also einmal schwingt man Kettensägen besser nicht, vor allem nicht in meine Richtung. Ja, der eine ist weg, das ist schön. Oh, drei Stück. Gut. Boah, wie ein Geschäftsführer, Alter. Wobei, er braucht relativ lang, um sich dann wieder zu fangen, habe ich das Gefühl. Er bleibt ein bisschen erstmal dann auf den Knien. Das kann bei schnelleren Gegnern. Und hier sind fast alle Gegner schnell. Kann doch schon doof sein. Na gut, okay. Combat Roll ist in Ordnung, aber... Ja, dann im Live-Einsatz doch ein bisschen schwierig auszuführen, stellenweise. Fettklumpen! Nicht mal hier habt ihr das Recht zu existieren. Weg, 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 weg. Zurück zu McDonald's, wohin geht.
Okay, ja, ich glaube, hier unten ist erstmal nicht so geil, weil die Tür zu ist. Und ich würde sagen, wir gucken uns die Lavadukte oder diesen Bereich drumherum zumindest. Wir sind jetzt, ja, sind wir im Lavadukt? Ich weiß nicht genau. Ich kann euch nicht wirklich sagen, in welchem Bereich wir uns von dem Ding befinden. Aber wir schauen uns diesen Bereich auf jeden Fall beim nächsten Mal ein bisschen genauer an. Und wie gesagt, ihr habt gesehen, es gibt hier einige Gobi, die wir holen sollten. Wir haben Schatten über die Menschheit gebracht. Was eigentlich schon krass klingt, aber es ist ja zum Guten der Menschheit in diesem Fall gewesen, war zur Abwechslung. Und ja, wir könnten jetzt dann in absehbarer Zeit auch in die Bereiche der Killer gehen und denen mal so richtig den Arsch versohlen. Also wie gesagt, wie er schon sagte, seine Kräfte befinden sich fast am Höhepunkt. Fast am Höhepunkt. Es geht noch ein bisschen weiter. Bis dahin, haut rein.